und herzlich willkommen gegen den Carl Zeiss Jena. Wartet mal kurz. Wo stehen denn die? Oh, die stehen aber weit unten. Echt? Wieso denn das? Mal schauen, ob sie auch so spielen, wie ihr Platz ist. Oh, wer ist denn das hier? Der Käse. So, Wood ist natürlich der Mann, der hier alles rausreißen muss. Und der hoffentlich gleich am Anfang ein Tor schießt. Das wäre so der Einstich. Ah, die haben wieder einen Tormann, der alles rausreißt. Ja, das ist natürlich übel, wenn der Tormann dann alles rausreißt. Mhm. Ja, wenn die wieder hier reinkommen würden, dann können sie ja... Was weiß ich, was die machen. Manchmal weiß man ja nie. Ja, ich würde behaupten... Deshalb gehen wir noch eins hier rüber. Und schauen mal, was er macht. Schade. Hätte auch anders kommen können. So, und jetzt? Sehr schön. Trimmel. Trimmel rettet. Ah. Darfst du nicht wegschießen, Trimmel. Das ist eher schlecht. So, kommst du eigentlich... Ah, das ist auch noch gelupft. Was hast denn du? Ihr habt ja eigentlich nichts, ne? Dann kann ich eigentlich Punkek den geben. Und der kann den kontrollieren. Ist natürlich gefährlich. Ist hier sehr gefährlich. Aber, ja, ihr... Oh, was macht der? Nee. Nicht gegen Punkek. Nicht gegen Punkek. So. Jetzt auf geht's zu unserem absolut... Naja, das ist nicht gut. Puh. Zu unserem absolut genialen Mittelfeld. Hätte ich beinahe gesagt, aber das kann sich schnell ändern. Oh no! Ja, Köhler ist... Obwohl, jetzt steht er hier. Aber, ja... Das war nicht gut. Hm. Thiel. Hm. Komm, versuch's mal, Köhler. Versuch das mal wieder auszubügeln. Und jetzt halt den Ball. Danke. Dankeschön. Da kommt noch einer. Gut. Nein! Oh, guck mal, wenn du jetzt wieder schaffen würdest, den abzunehmen, das wäre natürlich... So, ja, sehr schön. So, passt auf. Zu Wood. Hm, ja nicht, ne? Zu Thiel. Ja. In den freien Raum. Danke. Und Thiel, der könnte den sogar mal... Oh, die haben aber schlechte Control. Aber was soll ich machen? 30 hat er jetzt. Hm. Schön wäre es natürlich zu Wood, der da rein, ne? Ah, schade. Oh, das wäre super gewesen, sag ich. Wartet mal, vielleicht schafft's Thiel. Nee, schafft er nicht. Aber Thiel wäre natürlich das. Das wäre natürlich super, wenn. Hm. Pass auf, wir probieren's. Ach. Hm. Ah, der steht so gut. Der steht so gut. Nee, der mach ich's doch anders. Der steht einfach zu gut. So, und jetzt Fürstner hält den Ball. Der steht einfach zu gut. Nein, was ist denn das für ein Idiot? Genauigkeit 14. Ah. Schade, ne? Oh, und jetzt noch Tor. Die sind im Abstieg. Und es war so schön davon. Aber das war ein bisschen, ne? War ein bisschen Pech. Echt ein bisschen Pech. Hm. Wir haben natürlich nicht das Glück, dass er reingeht. Das ist klar. Tja, dann ist die Halbzeit dahin.
Ja, schieß noch. Schieß noch ein Tor. Tja, wollen wir schauen. Zweite Halbzeit. Wäre schön, wenn die besser liefe. Ja, wir können gar niemanden raus. Ich bin noch nicht so sicher, dass die Aufstellung hier das Beste war, was wir hätten machen können. Ach, so schlecht. Schade, ne? So, was machen sie? Ja, die sind schon gut. Deswegen mich wundert es, dass die auf dem... Na Gott sei Dank. Ah, nicht raus. Du musst den halten. Haas. Du musst den echt halten. Ansonsten könnte es übel enden, mein Freund. Ich würde beinahe behaupten... Und nun? Schießt er. Na Gott sei Dank. Ach, nicht. Wenn sie mal den Ball halten könnten, das wäre auch schön. Aber das werde ich wohl nicht mehr erleben. In den freien Raum? Gerne. Passt auf. Jetzt mache ich mal was ganz... Ach so. Wollen wir schauen, was wir machen. Hier rüber müssen wir, ne? Bobby. Schuss. Ja, und dann müssen wir... Nützt ja nix. Oh, wir haben kein Glück. Wir haben kein Glück, da durchzukommen. Ah, wir haben... Der hat so gut in der einen Phase, ne? Der stand so gut dort. Aber... Naja. Was sag ich? So. Köhler. Pass auf. Oh Gott, jetzt geht mal hier rüber. Fürstner geht mal eins zurück. Jetzt bin ich mal gespannt. Hier ist Thiel immer noch. Man, oh, gegen Thiel. Puh. Oh, wohin bolst ihr denn den Ball? Reicht. Grätsche brauchen wir da nicht. So, auf zu Fürstner. Fürstner hält ihn. Oh, wir bräuchten noch ein Tor. Ein einziges Tor. Das wäre super. Wenigstens ein Ausgleich. Wenigstens ein Unentschieden. Würde mich schon freuen. Das ist der hier mit seinen 50 Verteidigungen. Ne? Gelupften Ball. Tja. Ja, ich weiß es nicht. Ah, 50 Verteidigung. Oh, sehr schön. Sehr schön, Brandy. Kommt bestimmt noch einer. Nee, kommt keiner mehr. Dann... Nee, wir müssen hier hin. Wir müssen hier hin. Der hat so viel Verteidigung. Von hier? Oder von hier? Wenn ich von hier schieße, ist vielleicht besser, ne? Glück gehabt.
Glück gehabt. Jetzt darf man uns noch nicht... Ja, jetzt darf nicht noch einer rein. Oh, Thiel, ja. Oh. Ich kann gar nicht hinschauen. Sehr schön, Thiel. Nee, ich mein Trimmel. Entschuldigung. Ja, wenn sie dann wenigstens, ne? So, Trimmel, du gehst wieder dorthin. Ganz klar. Nö. Ja. Ich sag's euch, wenn die den Ball jetzt... Nein! Hätte ich ihn nur irgendwo hier vor... Ich Idiot! Nee! Haas! Nein! Ich hätte ihn nur... Und schaut mal hin, wir waren nicht schlecht. Zumindest in den Ball besitzt. Ja, das... Ich sehe es echt ein. Ja, okay. Ich sehe es ein. Mist. Na, jetzt sind wir natürlich da. Was haben die gemacht? Die haben schon wieder gewonnen. Ja, und schon geht Carl Zeiss nach vorne. Ja, das war natürlich nicht schön. Wisst ihr was, wir lassen es mal. 9 und 2. Das müssten wir eigentlich schaffen, ne? Wir gehen wieder mal mit unserem Woody Boy auf die linke Seite. Ja, wir lassen es mal so, wie es ist. Um ehrlich zu sein, wir stoßen Richtung links vor. Sieht gut aus. Stoßen Richtung links vor und da können wir eigentlich gleich loslegen. So, auf geht's. Also, normalerweise dürfte das gegen Wiesbaden jetzt mehr oder weniger kein großes Problem werden. Schon beschrieben. Da. So. Wir müssen Wood einfach wieder in die Tor... in den Torreigen einreihen. So, mal schauen, was die Wiesbadener können. Ja, auf alle Fälle ist unser Mittelfeld echt schlecht. Achso, da hatte ich mal Verteidigung gemacht. Ne? Ich weiß es nicht, ob das gut ist. Aber unser Trimmel, ne? Der ist da drin nicht schlecht, sag ich dir. Der ist da drin nicht so schlecht. So, was? Vielleicht mal zu Brandy. Ja, aber eigentlich Trimmel, ne? Eigentlich müsste das schaffen. Ja, aber da haben wir einfach zu wenig Glück hier. Das muss man wirklich mal sagen. Da ist uns das Glück... Das ist mir auch beim Würfeln oder so, ne? Also ich bin da wirklich nicht vom Glück gesegnet. Trimmel steht genau an richtiger Position. Da haben wir Glück gehabt. Ich probiere es nochmal. Wäre ja blöd, wenn es zwei... Moment mal. Kontrolle 32. Ich will ihn trotzdem mal halten. Obwohl, der ist nicht schlecht hier. Das kann sein, dass der ihn uns abnimmt, ne? Nee. Aha. Obwohl, dann... Oh, jetzt können wir hier durch. Ja. Das ist natürlich super. Ich meine, die guten Mannschaften, die lassen uns dann natürlich nicht dadurch, aber hier. Kanonenschuss. Batsch. Gut. 2-0 gegen Wiesbaden. So, jetzt bin ich gespannt, ob Trimmel wieder auf dem Posten ist. Ja, ist er. Sehr schön macht das. Und jetzt spielt er sogar mal zu Parensen hin. Was natürlich noch besser ist. So, wir machen wieder den gleichen Mist. Vielleicht klappt's ja. Wie wir vorhin gemacht haben. Wie gesagt, vielleicht klappt's ja. Und, ja. Jetzt versuchen sie es natürlich auf die harte Tour, ne? Ist natürlich ganz klar. Wir gehen mal hier außen rum.
Fürstner, du gehst hier hin. Wood geht hier hin und Brandy hier hin. So, dann spiel mal hier rüber und schieß. Ne, mach trotzdem einen Präzisionsschuss. Ah, schade. Ja, vielleicht hätte ich doch einen Gewollschuss. Nee. Sag mal, warum rennt denn jetzt eigentlich Bobby Wood von sich aus hier rüber? Das habe ich jetzt nicht ganz begriffen. Warum macht er das? So, Parenzen, hau ihn weg. Obwohl, wie wäre es mit einer Grätsche? Nee. Nicht schlecht. Haben noch eine Chance? So, ich hoffe, dass der hier den Ball kontrollieren kann. Ja, es... Da, wo wir es... Na, das war ja echt doof. Ah, das war echt doof. So. Jo. Du schaffst den nicht hier hin. Ich würde sagen, du gehst mal hier hin. Einmal kannst du noch... Controlieren. Oh, was da hinten alles steht. Ne? Brandy Wood. Ja, Brandy. Soll er mal einen Gewaltschuss machen? Ja. Schade. Oh, er darf nochmal. Er darf nochmal und dann macht er noch einen Präzisionsschuss. Ah, du blöder Turmmann. Das ist ja Turmmann Göhler, oder wie heißt der hier? Göhler. Ich habe schon gedacht, die schaffen sogar einen gelupften Ball. Ja, natürlich echt doof gewesen. So, jetzt. Mal schauen, wen wir einwechseln. Könnten Quint mal einwechseln. Ein bisschen Spielerfahrung. Ja, noch nicht. Noch nicht. Wir sind noch nicht... Ich will nicht sagen, dass wir... Ne? Könnten wir Kwana einwechseln. Sieht gut aus, ne? Dann los. Ich hoffe, zu Null wäre natürlich wieder schön, aber... Ein Sieg würde mir eigentlich reichen. So, jetzt kommt es immer hier. Hier kommt es immer drauf an, wie Trimmel drauf ist. Na, ich. Oh. Trimmel hat diesmal versagt, aber Haas. Haas rettet. Schön, dass zumindest Haas rettet. Wow. Echt? Wow. Ich bin beeindruckt. Das ist mal nett. Dauber hat sich ja gut gemacht, ne, muss man sagen. Also, gefällt mir. Dauber hat sich echt gut gemacht. Den kann man wirklich sehr schön einsetzen. Weiß ich nicht. Ja, doch, schafft er. Pass auf, wir versuchen es einfach mal in der Mitte durch. Und einfach jetzt mal drauf. Manchmal... Der Turmmann ist einfach gut, ne? Der ist so im Hochflug. So, ich hoffe, dass Trimmel hier richtig steht. Ja. Wohin schießt den wieder? Hier! Schieß ihn doch zu Parenzen! So, ja, nö, yeah, okay. Boah, du kannst ja... Oh, sehr schön. Fürstner hat ihn. Sehr schön. Und Fürstner behält ihn. So, Fürstner ist wirklich gut, ne? Kann man wirklich nichts sagen. Wir müssen mal Wood einsetzen. Kannst du ihn rüber zu Wood passen? Wenn du viel Glück hast. Und jetzt mal Wood hier nach vorne und dann schieß mal drauf. Ah. Wir haben ja gesagt, eigentlich ist das die schwache Seite hier. Ne? Ja, er kann trotzdem und kann jetzt trotzdem noch was machen. Was macht er denn? Na klar. Nee, oh, ich hab gedacht. Dann schicken wir Thiel hin. Ah, schade.
So, jetzt schießt er natürlich, oder? Was macht er? Nee. Naja, mein Freund. Jetzt weiß ich warum. Wartet mal, dann gehe ich mal mit Paranzen hier hin. Presse. Wir können noch grätschen. Was? Nett. Und du könntest zu Thiel. Thiel hat 10. Du könntest auch zu ihm. Mach nochmal zu ihm. Vielleicht hält ja unser Daube. Vielleicht hält er ja den Ball, ne? Sehr schön, er hält ihn wirklich. Und er kann ganz locker, leicht, flockig hierhin. Komm, wir machen einen Gewaltschuss. Ja. Ja. Sehr schön, Brandy. Sehr schön. Im Nachschuss. Thiel. Beeindruckend. Hast du den dann zwar wieder verloren, aber... Aber der hat nur Verteidigung 5, ne? Also... Das kann's nicht sein. Fürstner, schaffst du vielleicht... Kannst du den hier zu... Komm, probier's mal. Ja, ja, na, hätte ja noch sein können. So, ja, sieht super aus. Ja, dann halten wir uns ja doch ganz gut in der Liga, oder? Oder sind wir abgestiegen? oder sind wir abgestiegen? Ich hab's gar nicht gemerkt. Hätte ich auch sein. Fürstner, klar, Paranzen. Super. So, wieder ein bisschen was eingeheimst. Nee, wir sind noch in der 4. Liga. Was sagt ein Lok? gegen Kaisersiener. Das hat uns wieder raufkatapultiert. Naja, schon allein, weil Lok verloren hat, ne? Deswegen hat uns das raufkatapultiert. Sehr schön. Ja, dann machen wir... gegen Arminia. Das wird das nächste Mal ein Spitzenspiel. Gegen Arminia. Oh. Mit einem Stürmer. Echt? Ich würde beinahe mal behaupten, wir nehmen 3 Stürmer. Wow. Wir müssen wieder über links. Allerdings wartet. Für... Thiel kommt Kwaner. So, Kwaner. Und wir gehen über links. Ja, das könnte ein bisschen wenig sein hier. Ja, aber das ist keine schlechte Bande hier. Das ist echt keine schlechte... Oh, wartet mal. Ist es schon so weit? Dann würde ich trotzdem noch mal gern in Mittelfeld investieren. Warte mal, wir können noch mehr investieren. Wir haben 21.000. Wollen wir noch mal in die Stadion? Ne, 100.000, okay. Jugendakademie möchte ich eigentlich jetzt nicht. Nee, dann können wir nicht. Ja, hier, nee, da können wir auch nichts machen. Ja, es wäre schön, wenn wir hier noch ein bisschen was bei den Ausbauten irgendwie oder irgendwas machen könnten. Ne? Wenn sie das noch ein bisschen ausbauen hier. Kann zu wenig machen irgendwie. Wie sieht es denn eigentlich hier mit unserem Freund hier aus? Noch 9 Tage. Aber der hat natürlich jetzt jämmerlich verloren, ne? Oder? Ja. Queren gegenüber Daube zum Beispiel. 16, 22, 5, 13. Ja, Quering ist schon noch gut. So ist es nicht. Sag mal, was hast du, Dauber? Die Verteidigung ist echt schlecht.
Taube. Passen. Du passt. Ja, eigentlich schon. Ja. Ja. Fürstner. In Genauigkeit. Ja, warum nicht? Taube hat Genauigkeit. Ja, ich weiß es nicht, ob Genauigkeit hier wirklich... Desto besser die Torschüsse. Verbessert das Passspiel? Nee, wir brauchen das Passspiel. Auch bei gelupfter Pass, natürlich. Ist doch Quatsch, was ich mache. Taube hat Pass. Dann... Wir gehen mal weiter auf die Pässe. Würde ich mal beinahe behaupten. Ja, zu stehlen. Pässe oder Schüsse abzufangen. Ist nicht schlecht. Oder wollen wir bei... Oder wollen wir wirklich nochmal hier... Warte mal, wir machen trotzdem nochmal hier. Gehen wir nochmal bei beiden auf Verteidigung. Damit die dazwischen vielleicht ein paar Pässe abfangen können, ne? Wäre auch mal nicht das Schlechteste. Ja, ja. Ja, Pässe sind die halt nicht so gut, aber was soll's, ne? Controlling war das. Also ich würde... auf alle Fälle die untere Riege alle in Verteidigung. Ja. Ja, lassen wir's mal so. Lassen wir's mal so. Ist super. Ist eigentlich gut. Gefällt mir. So, wir sind im aufsteigenden... auf dem aufsteigenden Ast und wir sind, glaube ich, in der vierten Liga doch nicht so schlecht aufgehoben. Ciao. Ciao.